Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich muss einfach mal sagen, Herr Finanzminister, Sie haben hier, das ist Ihr gutes Recht, mehr oder weniger, was diese Reise da angeht, beziehungsweise Ihre Stellung als Vorsitzender der Finanzministerkonferenz, so eine Art Rechtfertigungslimbo hier vollführt. Dessen bedurfte es meines Erachtens überhaupt nicht, denn ja, wir wissen das, das ist sicher alles wichtig und sind wichtige Gespräche geführt worden, aber Sie müssen die Frage beantworten, wozu gibt es eigentlich einen Stellvertreter des Vorsitzenden der Finanzministerkonferenz? Das ist Ihr werter Kollege Thomas Schäfer aus Hessen. Hätte er also doch für die 5 oder 6 Stunden oder 4 Stunden Ihrer Abwesenheit durchaus Sie sicherlich würdevoll vertreten. Das zum einen. Zum anderen, Sie stellen sich hier an das Rednerpult und sagen, alles ist gut, wir haben gut gehandelt im Rahmen der Portegon AG, wir haben auch gut gehandelt in Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Herrn Vorstandsvorsitzenden Vogtländer. Es gibt auch keine Abfindung. Alles super, alles toll. Also, Fakt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Abfindung gibt, liegt irgendwo zwischen 0 und 100%. Ja, alleine schon deshalb, weil nach dem Finanzmarktstabilisierungsfondsverordnung, § 5 Absatz 2 Ziffer 5, es heißt, es dürfen gar keine rechtlich nicht gebotenen Abfindungen bezahlt werden. So, das stellt sich ja noch gar nicht, das steht ja noch gar nicht fest. Die Sache ist überhaupt noch nicht vom Tisch. Zunächst mal ist Herr Vogtländer nur abberufen worden. Von einer Kündigung des Anstellungsvertrages zwischen Vogtländer und der Portegon haben wir bisher noch gar nichts gehört. Müssen wir also davon ausgehen, dass zwischen der letzten HFA-Sitzung und heute bereits ein Rechtsakt gesetzt worden ist, der überhaupt die Frage auslöst, ob eine Abfindung gezahlt werden muss oder nicht. Denn die Abberufung als solche von der organschaftlichen Stellung als Vorstandsvorsitzender löst das keineswegs ohne weiteres aus. Sie hatten die Gelegenheit bisher und haben Sie immer noch, Herr Finanzminister, hier zu erklären, was hier überhaupt wahrer Grund ist für die Auseinandersetzung, die dann dazu führte, dass von Seiten des Aufsichtsrats diese Abberufung erfolgte. Denn sich selbst kann Herr Vogtländer nicht abberufen. Er kann einzig und allein sein Amt niederlegen und dann den Anstellungsvertrag seinerseits kündigen. Beides ist aber offensichtlich nicht erfolgt, das wissen wir mittlerweile. Und was die Situation eben der Obleuterunde angeht, und auch Herr Zimkeit hat gesagt, naja, es hat ja keiner widersprochen. Also erstens habe ich noch sehr genau im Ohr, dass Herr Kollege Dr. Oppenbrink sehr deutlich, wenn auch vielleicht etwas indirekt gesagt hat, dass es ja um die Interessen des Landes Nordrhein-Westfalen geht und dass ja die Viertelstunde damit ja auch nicht vom Tisch ist im Haushalt- und Finanzausschuss und damit eigentlich auch indirekt zu verstehen gegeben, dass zumindest die CDU-Fraktion, und dem haben ja auch die FDP und die Piraten angeschlossen, sehr wohl Wert darauf legen, auf die Anwesenheit des Ministers. Und im Übrigen auch die Anregung, dass die Obleuterunde Auskunft geben soll, beziehungsweise der Finanzminister bereit sein oder Aufsichtsratsvorsitzende Plokmann bereit sein, der Obleuterunde Auskunft zu geben, ausdrücklich, schriftlich, mit Hinweis darauf zugestanden wurde, dass weitere Zugeständnisse nicht gemacht werden. Das bezieht selbstverständlich die Anwesenheit des Ministers im Haushalt- und Finanzminister, im Haushalt- und Finanzausschuss mit ein. So. Und die wirklichen Gründe, Herr Finanzminister, für die Abberufung haben wir immer noch nicht. Die kennen wir immer noch nicht, die wirklichen Gründe. Hier wird zwar die Nebelkerze geworden, es ging um Vertragsverhandlungen, um irgendwelche geldlichen Dinge mit der PFS. Aber, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ein Grund könnte ja auch darin liegen, und da bleiben wir wieder bei den Spekulationen, und Sie beenden diese nicht durch Auskunft hier. Der Grund könnte nämlich auch daran liegen, dass es Herrn Vogtländer möglicherweise nicht gelungen ist, private Investoren bis heute in dem Umfang zu finden, wie sich dies der Finanzminister gewünscht hat. Und dabei spielt möglicherweise auch der Finanzminister selbst eine entscheidende Rolle, denn möglicherweise hat er die Rahmenbedingungen für die Bad Bank EAA, die Portegon AG und die Portegon Financial Service GmbH gesetzt, die nicht erfüllbar sind, die vielleicht Herr Vogtländer nicht erfüllen kann. Nicht anders heißt es nämlich dann in der FAZ von ungefähr vor einer Woche, dass Überlegungen angestrengt werden müssen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Franz Mayer, ob denn die Strategie in Bezug auf die PFS überhaupt aufrechterhalten werden kann. Und da wünschen wir natürlich von unserer Stelle hier dem Herrn Franz Mayer, dem neuen Vorstandsvorsitzenden der Portegon AG, der ja bereits berufen ist, der ja
möglicherweise auf einem Schleudersitz sitzt, wirklich fortün und eine gute Hand und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Privatisierung der PFS und die weitere Abwicklung der Portugon. Aber eins ist aus unserer Sicht nochmal ganz entscheidend und wichtig. Das Land darf nicht weiter finanziell belastet werden mit Managementfehlern der ehemaligen WestLB, heute Portugon. Und dazu zähle ich auch den Aufsichtsrat. Und dazu zähle ich auch den Finanzminister dieses Landes, der Mitglied dieses Aufsichtsrats ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.